Ja, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Weihnachten steht vor der Tür, wie jedes Jahr. Das heißt, wir tun mal was Dekoratives schnitzen. Ich habe mir eine Form rausgesucht, das ist diese Tannenbaumform hier. Und ich zeige euch, wie ihr aus einer Form das Optimale rausholt, nämlich in der Gestaltungsmöglichkeit. Man kann nämlich mit dieser Form drei verschiedene Tannenbäume schnitzen, im Endeffekt. Ja, jetzt sieht man so. Wie das geht und was ihr dafür alles braucht, sage ich euch jetzt. Was braucht ihr alles, um so einen Tannenbaum zu schnitzen? Ich habe mir aus dem Internet was rausgedruckt. Ja. Sucht euch einen Tannenbaum aus, der euch von der Form her gefällt. Mir hat dieser her gefallen. Die Maße sind so circa 10 cm, ja, und die breiteste Stelle ist 6,5 cm, also so ungefähr braucht ihr das Holz. Ich lege das gerade mal zur Seite. Ich habe das Ganze an der Dekopiersäge dann ausgesägt, ja, habe mir das Papier aufgeklebt. Dann braucht ihr ein Stück Lindenholz, ihr seht schon, aufgelegt, mit dem Bleistift nachgefahren. Das Ganze ist 1 cm dick, das Holz. Ihr könnt es natürlich auch dicker machen, ich mache es so. Warum mache ich das Ganze so? Erstens kann ich es dann besser an der Dekopiersäge aussägen. Hier seht ihr das fertig ausgesägte. Man kann es auch an der Bandsäge machen, ihr könnt es auch mit der Laubsäge machen. Jetzt kommen wir zu dieser Gestaltungsmöglichkeit. Dafür hole ich meinen Rohling wieder her. Dieses Muster ist ganz leicht. Ja, es sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Ihr müsst einfach nur von dieser Kante hier einfach so leicht rundlich an der Spitze hier so lang gehen. Ja. Dann sucht ihr euch hier einen Punkt. Ich nehme jetzt mal das Ganze so und dann hat ihr euch das so oder so rüber. Also jeder Baum sieht dann auch anders da aus, weil ihr diese Aufteilung natürlich auch verändert. So euch einzeichnen. Also erst die Ecke mit der Ecke hier verbinden rüber und dann teilt ihr euch das frei auf. Ja? Und dann gibt es so ein bisschen so ein Schuppenmuster, würde ich das jetzt mal nennen. Ja? Dann, wenn ihr das euch angerissen habt, nehmt ihr euch euer V-Eisen. Das ist also wirklich der einfachste und der bequemste Weg, um so einen Baum zu schnitzen. Schnitzhandschuhe nicht vergessen. Ja, und dann fahrt ihr immer noch kurz. Dann fahrt ihr mit dem Eisen auf der Linie da so entlang. Dann seht ihr schon, das hat jetzt dieses V übertragen. Seht ihr schon, wie dieses wunderschöne Muster hier entsteht. Dann sieht es schon mal so aus. Ihr seht, wir sind alle Linien lang gefahren. Jetzt nehmt ihr euch euer Schnitzmesser. Und dann fangen wir an, das Ganze nochmal mit Messer zu vertiefen.
Wenn ihr das dann vertieft habt, durchgehend, fangt ihr an mit eurem Messer das Ganze hier von unten her so schräg reinzuschneiden. Ja? Hier die Kante, die müsst ihr brechen. Hier auch noch beischnitzen. Brecht ihr hier unten und immer an den unteren Stellen so ein bisschen die Kante. Ja. Jetzt an der Spitze geht ihr so schräg nach vorne, ja, also ihr schrägt das Ganze ab. Passt aber auf, wenn ihr mit der Faser schneidet, manchmal geht da ein bisschen zu viel weg. Die Kante gebrochen. Ja, und diese kleine hier noch. Um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen, ja, empfehle ich euch hier hinten so ein bisschen das Ganze noch einzukerben. Und so fahrt ihr dann fort und habt dann wirklich dieses schöne Muster. Das mache ich später dann fertig. Das brauchen wir jetzt nicht. Das war das Muster Nummer 1. Und jetzt kommen wir zum Muster Nummer 2. Muster Nummer 2 ist eigentlich ganz einfach. Ihr holt euch euer ausgesägtes Stück. Geht jetzt. Guckt, dass ihr hier die Mittellinie euch anreißt. Ja. Hier ist er. Und versucht diese Mittellinie jetzt mit einer Kurve hier hoch an die Spitze zu führen. Sozusagen, ich mache das immer eigentlich von oben. So sieht es dann aus. Jetzt ist es eigentlich ganz, ganz einfach. Ihr müsst nur auch wieder hier von diesen Ecken. Ja, immer hoch, dass es so nach oben verläuft. Es sieht aus wie Rippen, so ein bisschen, ja, oder wie eine Blattstruktur, ja. Und jetzt drehe ich mir das gerade noch mal um, weil ich dem erleichtert tue. Dann ziehen wir das gerade so nach oben. Und jetzt seht ihr schon den Aufbau. Dann
Wenn ihr das soweit habt, ja, dann nehmt ihr euch wieder euer V-Eisen. Wie gesagt, das ist der einfachste Weg. Dann fahrt ihr einfach so. Ganz lang. Ja, und dann seht ihr schon auch wieder die Struktur. Wieder mit eurem Messer. Einfach nachfahren das Ganze, im Grund natürlich von diesem V. Jetzt, wenn ihr das so vertieft habt, hier mit dem Messer, mit der Spitze, schnitzt ihr das jetzt auch wieder hier so bei. Ja, ihr streckt das eigentlich nur ab. Ihr seht schon, da kommen wirklich wunderbare Späne raus. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch hier ganz leicht die Kanten brechen. Fahrt ihr ganz leicht, das ist also wie so eine kleine Phase macht ihr da dran. Nicht zu tief. Ja. Ihr seht schon, der Span ist ganz, ganz fein, den ich da abnehme. Ihr seht schon, das ist wirklich nicht viel. Ja. Nehmt also ein schönes, scharfes Messer dafür. Das kann man noch ruhig ein bisschen tiefer schneiden. Ja, das sieht dann für die Optik besser aus. Hier oben könnt ihr ruhig noch einen kleinen Schnitt machen und diese gebrochene Kante nach da oben verlängern. Das ist so ein bisschen so eine Spitze da drin. Jetzt kommen wir zu dem Muster, das ich am meisten mag, weil es am allereinfachsten geht. Das ist dieses hier. Ihr müsst eigentlich nur auch wieder hier so Bögen machen. Ja. Und leicht so ein bisschen rund.
Mehr ist es nicht. Ja, dann habt ihr das so. Wieder euer V-Eisen. Das V-Eisen könnt ihr leicht so schräg halten, dass ihr auf hier bei der Einzeichnung ja, mehr Material wegnimmt. Ja, das soll ja so ein bisschen so den Effekt haben, dass die untere Partie in der nächsten so ein bisschen versinkt. Ja. Deswegen am Anfang gerade mal gerade. Und dann, wenn ihr nachfahrt, leicht schräg, dass ihr hier in dem unteren ein bisschen mehr Material mitnimmt. Wieder einmal gerade das V-Eisen, lang gefahren, hoch. Die erste Auskerbung wieder leicht so schräg. Mehr Material wegnehmen von unten an der unteren Partie. Tut ihr auch euch ein bisschen leichter. So, jetzt unten noch der, wo der Stamm ist. Passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Zieht wirklich einen Schnitzhandschuh an bei solchen Arbeiten. So, wieder weg. Wieder dasselbe Spiel. Wieder runter mit dem Messer, schön tief. Dieses Geschwungene, was wir jetzt gerade mit dem V-Eisen ausgearbeitet haben, nachziehen, ja, ruhig hier hinten ein bisschen reindrücken, die Messerspitze, ja. Und dann ein paar Mal langfahren. Das ist jetzt bei allen drei Formen eigentlich dasselbe Prinzip. V-Eisen, die Form vorgegeben, dann mit einem scharfen Messer und einer guten Spitze tief reingegangen. Selbe Prinzip wie überall. Hier schräg reingeschnitzt, beigeschnitzt. Ihr seht es, ganz leicht nach hinten schräg. Nächste Form. Ja, auch wieder so schräg nach hinten. Also ist bei allen gleich, das Prinzip eigentlich. Nur die Musterung oder die Gestaltung ist halt anders da und das ist das Schöne. Ihr habt eine Form und drei verschiedene Muster. Ja. Ja. Und jetzt schräg so diese Kante, die Ecken hier abschrägen. Den Stamm jetzt auch schräg. Ups, beischnitzen. Wieder die Spitze vom Baum auch wieder schön abschrägen. Lipper zweimal mehr und schön langsam. Ihr seht, wie der Span ganz toll weggeht. Wenn ihr da jetzt zu viel wegnimmt, reißt euch die Faser weg. Und dann habt ihr eigentlich nichts erreicht, außer dass ihr euch ärgert. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt habt ihr euch sicher gefragt, warum schnitzt man das so schräg und tut hier auch noch die Kanten dann brechen. Das ist ganz einfach. Wenn ihr das Ganze dann koloriert oder farbig gestaltet, ja, dann erscheinen diese Kanten
dünkler. Ja, oder es fällt ein anderes Licht drauf. Es fällt anders da das Licht drauf, so muss ich sagen. Ja. Das macht das Ganze geschnitzt ein bisschen lebendiger. Ja, halbtot. Nee, aber es macht das Ganze annehmlicher, ja. Und schöner halt von der Optik her, wenn dann sowas hängt und das Licht scheint drauf. Auch die Farbe wird anders da aufgenommen. Hirnholz nimmt anders der Farbe auf wie Fläche, ja. Und so haben wir ein bisschen so schräg und es sieht schon schöner aus, ja. Also wie gesagt, ihr könnt es jetzt als Magnet machen, wenn ihr euch da hinten was drauf klebt, einen Magneten, als Kühlschrankmagnet. Ihr könnt das Ganze aber, wie ich es hier gemacht habe, nämlich ich habe beidseitig dieses Muster geschnitzt, ja, dann könnt ihr euch hier ein Loch reinbohren und einen Perlonfaden durchmachen, wenn es farbig gestaltet ist, und an den Weihnachtsbaum hängen oder ins Fenster, ja, also es ist halt einfach dekorative Sache. So, ich gerade meinen ursprünglichen, ach, da ist er auch, da habe ich es auch, das letzte Muster, was ich euch gezeigt habe, auch beidseitig geschnitzt. Also da sind euch alle Möglichkeiten offen. Wir gehen jetzt nochmal in die andere Aufnahme. Dann sehen wir uns gleich. Ja, jedes schöne Schnitzvideo geht mal wieder zu Ende. Oder dieses schöne Schnitzvideo geht mal wieder zu Ende. Ich habe es jetzt koloriert. Nur gucken, dass man das auch ein bisschen schön sieht. So sehen meine Bäumchen jetzt aus. Hier mit Schnee an der Seite, da Christbaumkuchen, da auch. Der andere ist ganz normal. Ich finde, da kann man schon mal in weihnachtliche Stimmung kommen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr ein Like da lassen. Ihr dürft natürlich meinen Kanal auch gerne abonnieren. Euren Freunden dürft ihr auch davon erzählen. Aber ihr wisst, am meisten freue ich mich, wenn ihr bei mir hier vorbeischaut. Und deswegen sage ich Servus und freue mich auf euren nächsten Besuch.